So, ein bisschen mit Verspätung, aber wir wollen dann anfangen. Jetzt machen wir ein bisschen Sprung in die Ausbildung, insbesondere in den Bereich, der durch den Wissenschaftsrat angestoßen ist, Pflegeberufe akademisch ausbilden, Fragezeichen. Und wir haben dafür gewonnen, Frau François Kettner von der Charité, Pflegedirektorin bei der Charité, und Frau Professor Christel Bienstein, Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe in Berlin. Und der Hintergedanke dabei ist im Prinzip ein bisschen zu gucken, was passiert da bereits praktisch. Und der Gedanke ist auch im Prinzip aus unserer Sicht die Durchgängigkeit von Ausbildung mit in den Blick zu nehmen, also von der einfachen Ausbildung in den Berufsprofessionen der Gesundheitsberufe, dass halt auch allgemeine Schulabschlüsse nachgeholt werden können, begleiten und dann eventuell auch eben dann die akademische Ausbildung dann in der weiteren beruflichen Qualifikation und auch der Berufsperspektive. So, und da will ich ganz kurz einfach Ihnen das Wort geben. Was passiert in der Charité? Ja, herzlichen Dank, Herr Selin. Es ist so, dass wir im Moment keine guten Schlagzeilen haben, wie Sie alle wissen und gemerkt haben. Deswegen ist es mir auch nicht ganz leicht gefallen, jetzt hier schnell mal herzukommen. Ich muss auch anschließend gleich wieder weg. Ich hoffe, dass Sie dafür Verständnis haben. Ja, Debatte. Ich habe mich erst mal gefreut. Ich habe gedacht, hier sitzt einer, der jetzt konträr meine Meinung hat. Das kann ich bei Frau Bienstein überhaupt nicht feststellen. Ich glaube, dass wir eine ziemlich einhellige Meinung zu dem Thema haben. Wir sind also, oder ich kann jetzt erstmal von mir sprechen, ich bin absolut für die Akademisierung der Pflegeberufe. Das heißt nicht, dass das zu 100% zu erfolgen hat, sondern in einem gewissen Umfang. Wie hoch der Umfang ist, ist sicherlich abhängig davon, was man für eine Einrichtung hat. Ist das eine universitäre Einrichtung wie unsere? Dann würde ich jetzt beispielsweise bei uns anfangen, gerne, das ist jedenfalls in meinem Pflegekonzept so beschrieben, Pflege 2020, dass wir mit 30% anfangen wollen. Das ist aber nicht das Ende der Fahnenstange. Also weil wir sind der Auffassung, insbesondere in der Universitätsmedizin, ist es so, dass die Ärzte alle halbe Jahre die Stationen wechseln und dass die Pflege die einzige Konstante ist. Und dass die Pflege in der Universitätsmedizin deswegen eine ganz wesentliche Rolle übernehmen muss und dafür auch verantwortliche Tätigkeiten ausüben muss. Das heißt, sie muss auch das komplette Rüstzeug dafür haben. Nun kann man darüber streiten. Ich finde auch, unsere bisherigen Weiterbildungen sind schon sehr anspruchsvoll gewesen. Wir haben sehr viel gemacht, um inhaltlich gut zu qualifizieren, unseren Leuten wirklich sehr viel an die Hand zu geben. Aber wir sind nach wie vor neben Österreich der einzige Staat in Europa, der keine akademisierte Grundausbildung vorhält. Da muss man sich die Frage stellen, warum ist das so? Aus meiner Sicht ist es auch deshalb so, weil man die Pflege nicht gerne groß werden lässt. Weil es natürlich auch einen Grund gibt dafür, dass man sagt, die sollen das tun, was andere ihnen sagen. Das ist aus meiner Sicht überholt und es muss eine andere Form geben der Eigenverantwortung und auch der Übernahme von Verantwortung direkt vor Ort. Aus diesen Gründen plädiere ich für eine akademische Ausbildung. Wir sind derzeit an der Charité dabei, auch für einen Bachelor Pflege die Grundlagen zu schaffen, damit der in der Charité auch etabliert wird. Das wird sicherlich noch schwierig werden. Das ist sicherlich nicht übermorgen fertig, aber es sind die Schritte, die wir jetzt eingeleitet haben. Wir hatten erste Gespräche mit den Senatoren, die derzeit hier tätig sind. Und wir werden in diese Richtung natürlich weiterarbeiten. Vielleicht noch mal ein Stück zurück, wenn ich zum Beispiel heute unsere Stationen ansehe, die sehr, sehr anspruchsvolle Arbeit machen, wo die Leute wirklich unendlich viel zu tun haben, wo es eine sehr dichte Personaldecke gibt, die nicht ausreichend ist. Bundesweit ist sie nicht ausreichend aus meiner Sicht. Ich werde es auch nicht müde, es überall vorzubringen. Es hört nur nicht so gerne jemand zu, der in der Verantwortung steht. Dazu nenne ich auch die Krankenkassen oder die Politiker oder wer auch immer. Es kann man nicht alles vor Ort lösen. Es kann zum Beispiel auch eine Einrichtung wie die Charité nicht mehr Personal vorhalten als andere, weil wir die gleichen DRGs bekommen. Das sind einfach Dinge, die sind Fakten und da müssen wir uns drum kümmern.
Das gelingt natürlich auch, wenn man auf dieser Ebene, auch auf der stationären Leitungsebene zum Beispiel Mitarbeiter hat, die absolut in der Lage sind, in einen richtigen, heftigen Dialog zu gehen, wenn es darum geht, was die Ausstattung anbelangt, wenn es darum geht, was die Verantwortung oder die Strukturen anbelangt. Das beinhaltet, sie brauchen ein sehr, sehr gutes Rüstzeug, sie brauchen gute Führungsgrundlagen und das kann man zum Beispiel auch, wie ich jetzt, an der Charité mit fast 4.500 Mitarbeitern natürlich alleine nicht stemmen. Da muss es ganz viele geben, die in den mittleren und unteren Ebenen diese Tätigkeiten und diese Verantwortung mit übernehmen. Ich sage immer, die Führungskräfte haben zum Beispiel einen mittelständischen Betrieb zu führen. Das ist eine Station mit Millionen Erlösen. Und sie müssen in der Lage sein, dem gerecht zu werden, sich in die Finanzlage hineinzudenken, aber auch die ganzen sozialen Kompetenzen, die Führungsqualitäten für die Mitarbeiter und die Kompetenz, dem Patienten gegenüber immer präsent zu sein, das müssen sie alles in sich vereinen. Wir wollen die akademisierte Pflege am Bett, nicht nur in der Leitungsebene, sondern am Bett, um beispielsweise die Pflegetätigkeiten sehr gut ausführen zu können, auch zu hinterfragen, warum ist zum Beispiel bei uns ein Pflegeergebnis nicht gut, warum haben wir plötzlich eine höhere Dekubitusrate oder warum fallen bei uns die Leute aus dem Bett. Das muss auch mit wissenschaftlichen Parametern messbar werden, es müssen Vergleiche angestellt werden können, ohne dass ich da immer jemanden dabei habe, der mir sagt, wie ich es machen muss. Das heißt, die Pflege am Bett muss kompetent an Rüstzeug ausgestattet werden und muss in die Lage versetzt werden, mit jedem Professor und mit jedem Kaufmann, der um die Ecke kommt, einen richtig ordentlichen Dialog zu führen. Auch zu sagen, was die Rahmenbedingungen anbelangt, bis wohin gehe ich mit und bis wohin gehe ich nicht mit. Ich bin der Auffassung, dass wenn die Pflegeausstattung zum Beispiel nicht ausreichend genug hergestellt wird, in Deutschland sind wir in einem Entwicklungsstadium, dann ist das letzte Mittel, was ich anwende, zum Beispiel auch die Betten zu sperren, Zimmer nicht zu belegen. Das ist aus meiner Sicht das Einzige, was nachher noch übrig ist und das ist unsere Verantwortung. Und das ist das, was wir gerade auch an der Charité üben. Aber dafür brauche ich Leute, die wirklich auf allen Ebenen kompetent diese Rolle übernehmen und die darauf achten, dass der Patient immer im Vordergrund steht, dass es eine gute Sprachregelung gibt im Team, wie man sich verständigt. Und das gelingt eben zunehmend mit besserem Wissen, was man hat, mit einer guten Ausstattung, die man bekommt. Und dafür ist für mich eine Akademisierung einfach unverzichtbar. Damit möchte ich jetzt erstmal so enden. Ich stehe natürlich gerne noch für weitere Fragen zur Verfügung. Ja, ich würde mich freuen, wenn eine Verbindung vielleicht hergestellt wird zwischen den Berufen, die vor der Akademisierung liegen, mit der Akademisierung. Ja, wir haben insgesamt so etwa 760.000 Pflegende in Deutschland, die eine dreijährige Ausbildung durchlaufen haben. Der Michael Simon hat das ja nochmal nachgerechnet. Also es sind weniger, als wir gedacht haben. Und darunter gibt es natürlich die Möglichkeit, als Krankenpflegehelfer die Ausbildung zu absolvieren. Und in vielen Bundesländern gibt es darunter auch unterschiedliche Modelle. Zum Beispiel hat die Robert-Bosch-Stiftung ja ebenfalls in ihrem Ausbildungszentrum eine zweijährige Ausbildung etabliert, die sich auch als sehr gut und ergänzend dargestellt hat. Also es gibt eine ganze Reihe von sechswöchigen Malteser Hilfsausbildungsprogrammen bis hin eben, dass man natürlich einen Bachelor, einen Master studieren kann und dass man auch seine Promotion machen kann und dass man inzwischen bei uns auch einen PhD-Abschluss machen kann. Also man kann von unten bis oben jetzt heute schon durchmarschieren. Also es ist nicht so, als ob das noch neu alles gegründet werden müsste, sondern die Möglichkeit ist in unserem Bildungssystem gegeben, dass man ohne Abitur studieren kann etc. Das liegt eben jeweils auch an den Hoheitsgebieten der jeweiligen Länder, welche Grundlagen sie gerade für den Hochschulzugang eröffnen. Und in Nordrhein-Westfalen ist ja eben mit einer beruflichen Ausbildung ist das möglich, wenn man eine Zusatzqualifikation oder eine Aufnahmeprüfung durchmacht.
Wir brauchen aber natürlich auch ganz unterschiedlich qualifizierte Personen. Wie Frau Frank-Sorketten das schon gesagt hat, wir brauchen in den unterschiedlichen Feldern unterschiedlich qualifizierte Personen. Aber wir wissen leider nicht, weil wir keine gute Datenlage haben. Wir haben im Grunde gar keine Datenlage, wenn man genau hinguckt. Wir wissen gar nicht, welche komplexen Aufgaben wirklich vorhanden sind und welche weniger komplex sind und wo die sich in welchen Settings widerspiegeln. Also wir haben so gut wie keine epidemiologischen Daten. Auch als wir die ersten nationalen Expertenstandards gemacht haben, haben wir ja gehofft, wir würden auf viele tolle Studienergebnisse stoßen und stellten fest, da waren überall weiße Flecken. Also wir haben ständig immer wieder gesagt, gut, das ist Expertenmeinung, nochmal Expertenmeinung oder das ist beste Praxis, auf die wir verweisen können. Aber richtig gesicherte Daten haben wir noch viel zu wenig. Und wenn wir häufig, werden wir ja jetzt inzwischen in der Pflegewissenschaft angesprochen, auch politisch wird ständig angefordert, dass man sich da bewegen soll. Da wird immer gesagt, ja, das muss die Pflegewissenschaft jetzt machen. Das muss sie jetzt alles entwickeln und finden und so weiter. Und wenn wir genau in Deutschland gucken, dann sind wir vielleicht in der Pflegewissenschaft 12 Kollegen bundesweit, die klinische Studien durchführen. Das heißt also, die anderen beschäftigen sich mit ganz vielen anderen Fragestellungen, die auch wichtig sind. Aber wir sind wirklich noch ein Händchen voll, die in der Lage sind, ganz konkret zur Versorgungssituation von Patienten im pflegerischen Kontext wirklich neue Konzepte zu entwickeln und die auch zu erproben und zu gucken, ob die greifen etc. Also auch das heißt, wir haben auch viel zu wenig Hochschullehrer. Und das hat uns damals in Wittenherdecke, ich bin leite ja das Department in Wittenherdecke an der Universität, hat uns bewogen, schon 1998 mit einem Doktoratsprogramm zu beginnen. Also wir haben richtig ein Doktorandenkolleg eingeführt, war toll unterstützt durch die Robert-Bosch-Stiftung. Und es sind viele von denen, die da den Abschluss gemacht haben, inzwischen jetzt Hochschullehrer an anderen Fachhochschulen oder auch an der Universität, an Universitäten. Und ich glaube trotzdem sind es zu wenige, weil wir können die Fragen, die die Pflege berührt, die können nicht die Mediziner lösen, die können auch nicht die Psychologen lösen oder die Soziologen, sondern das sind ganz spezifische Fragestellungen, die jemand mit einer pflegewissenschaftlichen Perspektive bearbeiten muss, um im Grunde diesen Beitrag einzuspeisen, damit die Kollegen in der Praxis diese neuen Erkenntnisse haben. Also zum Beispiel eine Sturzskala. Wenn jetzt eine Gabriele Meyer, die bei uns arbeitet, sagt, also da kannst du genauso gut einen Euro in die Luft schmeißen. Ne? Also ist ganz egal, was dabei rum. Du brauchst keine Sturzskala ausfüllen. Du musst einen guten Blick haben. Das ist überhaupt nicht haltbar. Ist das für die Kollegen wichtig, das zu wissen? Weil andererseits kommt der MDK und sagt, ihr müsst aber die Skalen ausfüllen. Jetzt können wir Gott sei Dank wissenschaftlich was dagegen halten. Oder wenn jetzt die Kollegen in Basel jetzt im September vorgestellt haben, die Ergebnisse der Forecast-Studie, wo endlich auch für den deutschen Raum ein Zusammenhang zwischen nicht nur Anzahl von Pflegenden, die sich in der Klinik oder wo im anderen Setting befinden, hergestellt werden kann und Risiko auftritt, sondern auch die Qualifikation, die diese Personen aufweisen. Also in Staaten konnten die sehr klar natürlich nachweisen, dass die Risiken enorm sinken, wenn man 10% akademisch qualifizierte Kollegen hat, die einfach die anderen gezielt begleiten. Und wir haben im Grunde 8 Indikatoren, die inzwischen identifiziert wurden, die direkt durch eine bessere Qualifikation Einfluss nehmen auf das jeweilige Tun. Und ich glaube, wir haben inzwischen ja nicht nur die Studien vorliegen, sondern wir haben jetzt zu vielen einzelnen Ergebnissen ebenfalls Ergebnisse, die dazu führen, dass zum Beispiel Menschen mit Demenz gezielter versorgt werden können, weil Kollegen, wir haben inzwischen 24 verschiedene Modelle, die in Deutschland erprobt werden, wie man das im Krankenhaus besser regeln könnte und wo sehr schön jetzt auch die Evaluation erfolgt ist, zu gucken, hat das wirklich Auswirkungen für die Betroffenen selbst? Hilft das denen, hier wirklich gesund oder besser versorgt das Krankenhaus zu verlassen oder nicht? Und wir müssen sagen, wir brauchen diese Personen, die in der Lage sind, Studien schnell sich zugänglich zu machen, wenn sie eine Fragestellung auf der Station haben oder im häuslichen Pflegedienst oder im Altenheim. Und die müssen lernen, Studien ganz kritisch zu analysieren. Also ich habe immer Sorge davor, dann kommt irgendjemand und sagt, ich habe eine ganz tolle Studie vom Professor so und so. Und dann guckt man drauf und dann müssen die feststellen, dass hier zum Beispiel die Tabelle, die Statistik völlig gefälscht ist. Oder dass überhaupt nicht klar dargelegt wird, unter welchen Bedingungen diese Studie durchgeführt wurde. Weil wenn Kollegen jetzt
andere Kollegen mit veranlassen, sie sollen etwas verändern im tagtäglichen pflegerischen Tun, dann muss das verlässlich sein. Also wir können es uns heute nicht mehr erlauben, dass Kollegen reihenweise irgendwelche Daten übernehmen, irgendetwas verändern, wenn sie nicht recht sicher sind, dass das wirklich zu einer Verbesserung der Versorgung dieser Patienten führt. Wir haben im Bundesdurchschnitt auf einen Arzt 2,2 Pflegende. Es gibt inzwischen Konzerne, die haben nur noch ein Arzt 1,75 Pflegende. Wir hatten vor 10 Jahren 1:4. Das heißt also, wir haben ein völlig anderes Verhältnis inzwischen auf den verschiedenen Abteilungen. Wir wissen, dass in Deutschland viel zu viel Herzkatheter gemacht werden, dass 70% der Patienten, die an der Prostata operiert worden sind, nicht hätten operiert werden sollen und nicht hätten operiert werden dürfen, weil es da Folgeschäden gibt, ganz viele gibt, man es sehr konservativ behandelt hat. Wir haben viel zu viel Hüftoperationen. Also es gibt ganz viele Dinge, die wir in Deutschland viel, viel mehr machen, weil unser System so ist, wie Frau François Kettner sagte, wir kriegen pro Fall etwas. Und dann ist das interessant. Du kannst schnell etwas machen und musst sehen, dass sie schnell wieder rauskommen. Und dadurch haben wir eine enorme Schieflage. In den skandinavischen Ländern haben die Kollegen schon vor vielen, vielen Jahren eingeführt, dass sie natürlich in den leitenden Positionen Kollegen haben, die akademisch qualifiziert sind und die in der Lage sind, Studien zu lesen, Studien zu interpretieren, neue Implementierungen von neuen Erkenntnissen vorzunehmen und vor allen Dingen auch eine gute Steuerungskompetenz und Flexibilität, wenn man neue Versorgungskonzepte erprobt. Und die haben natürlich auch jetzt zunehmend eine deutliche Zunahme von männlichen Bewerbern. Zum Beispiel ist es in Skandinavien ganz üblich, dass der ganze Rettungsdienst der Pflege unterstellt ist. Also es gibt keinen Notarzt in Skandinavien, sondern es gibt nur Kollegen, die den Rettungsdienst weitergebildet, also die haben Masterabschluss gemacht, die den Rettungsdienst für Schweden, Norwegen etc. im Grunde durchführen. Das ist für bestimmte Personen einfach hochattraktiv. Die sagen, das ist eine tolle Arbeit, da möchte ich gerne tätig sein, da mache ich auch meinen Bachelor erst, dann gehe ich ins Masterprogramm. Und wir brauchen solche Kollegen, die sich dann eben noch vertiefen im Bereich der onkologischen Pflege oder eben im Bereich von Palliativversorgung, weil es inzwischen so viel Wissen gibt, was man nicht mehr überschauen kann. Man kann nicht mehr Pflege für alles machen. Aber Grundannahme ist eben, das ist ja heute Morgen schon gesagt worden, dass wir unterschiedliche Felder haben und dass wir viel mehr wissen müssten über die echten Bedürfnisse, auch die Quantität der Bedürfnisse unserer pflegebedürftigen Menschen. Na, also wenn wir jetzt zum Beispiel gesagt kriegen, 2,45 Millionen sind pflegebedürftig, ist das ja gelogen, wissen wir ja alle. Das ist im Grunde nur die Berechnung mit dieser MDK-Richtlinie. Wenn wir jetzt die von Wingenfeld nehmen würden, das neue Begutachtungsinstrument, dann wären wir sofort auf 4 Millionen. Und natürlich traut sich Daniel Bahr nicht, dieses Instrument aus der Schublade zu holen, weil er nicht weiß, wie er bezahlen soll. Also es gibt ganz viele Gründe, die dahinterstehen. Dann haben wir natürlich die starke Lobby der Mediziner, die einfach irgendwie Sorgen haben. Auf der einen Seite fühlen sich völlig überfordert und überarbeitet und wollen aber möglichst nicht entlastet werden. Und wenn entlastet, dann nur so entlastet, dass sie den Schwestern sagen können, was sie zu tun haben. Ne? Und das lässt sich natürlich die Pflege jetzt nicht mehr gefallen. Also es war ganz spannend, wie jetzt dieses Gutachten des Wissenschaftsrates kam, wo drin steht, zwischen 10-20% sollen akademisch qualifiziert sein, aller Gesundheitsberufe. Es war ein Tag drauf, hatte die Arbeitsgruppe Hochschulmedizin. Zack, Stellungnahme. Ne, ich habe immer gedacht, so, jetzt hängt sich, was weiß ich, ne, Herr Montgomery nackt vor die Hochschulen und sagt, hier kommt auf keinen Fall eine Schwester rein. Ne, das wollen wir nicht haben. Das ist ja ganz gefährlich. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich bei uns in der Universität im Fakultätsrat unseren ersten Studiengang vorgestellt hat. Da war ich ja, hatten wir noch eine Fakultät für Medizin, jetzt nennen wir uns Fakultät für Gesundheit, weil wir jetzt viel mehr Berufe sind aus verschiedenen Disziplinen. Und dann saß ich nur mit Lehrstudienhabern der Medizin zusammen. Und dann saß mir so ein älterer Lehrstudienhaber gegenüber und dann guckte der mich ganz entsetzt an und sagte, Frau Binschan, muss ich demnächst mit einer akademisch qualifizierten Visite machen? Da habe ich gesagt, Sie nicht mehr. Und ich habe das für Deutschland ausgerechnet. Das haben die im Wissenschaftsratgutachten ebenfalls bestätigt. Wir brauchen ab dem Zeitpunkt heute bei 82 Studiengängen, wovon etwas mehr als 30 dual sind, also direkt qualifizierend, brauchen wir noch 40 Jahre, bis wir 10% haben.
Das ist eine irrsinnige Zahl. Und wenn sie 30% haben will, ja, dann können Sie sich vorstellen, worum sie sich später kloppen. Also das ist jetzt schon so. Wir haben eine Marktanalyse gemacht. Wir haben wirklich auch kaufmännische Direktoren von Kliniken befragt. Wir haben ärztliche Direktoren befragt, die Pflegedirektoren befragt, Stationsleitungen befragt. Was braucht ihr denn für eine Kompetenz? Und da kommt es immer wieder, geht's zurück auf diese ganz zentralen Kompetenzen, die was mit Analyse, mit Einordnen, Problembewusstsein, Flexibilität, Steuerung, ja, im Grunde eine wissenschaftliche Kompetenz, eine Grundkompetenz, die es ihnen ermöglicht, mit den anderen Berufsgruppen natürlich auch in andere Gespräche zu gehen, weil das ja wichtig ist. Wir werden auf Zukunft nicht mehr die Situation so haben in unseren Kliniken, wie es jetzt ist. Wir haben erst, ich habe das gerade Frau François-Kettner noch erzählt, wir haben jetzt die erste Anfrage von einem Konzern, der jetzt pflegegeleitete Stationen einführen möchte. Das heißt also, da ist der Arzt nur noch Konsiliararzt und die Pflegende hat die Geschäftsführung. Und das wird ein Zukunftskonzept sicherlich werden, weil wir sind fürs Case Management total gut qualifiziert. Wir haben inzwischen ganz tolle Kollegen, die sich wirklich im Bereich Herzinsuffizienz toll weitergebildet, Brustkrebs etc. Also da gibt es gute Konzepte und man kann heute starten, wirklich mit dem Hauptschulabschluss, den es ja bald nicht mehr geben wird, wird man starten können, man kann in eine Zusatzqualifikation gehen, zum Beispiel eine zweijährige sozialpflegerische Berufsschule besuchen, dann hat man auf jeden Fall schon 10 Jahre fast zusammen, dann kann man, wenn man möchte, noch was oben drauf setzen, kann in eine Pflegeausbildung gehen, man kann dann sagen, mit der Pflegeausbildung kann man in ein Studium gehen und wir werden zunehmend jetzt auch direkte Angebote haben an den Hochschulen, wo man sofort qualifiziert, also wo sofort es möglich ist, nach dem Abitur einzusteigen. Wir haben für Witten-Herdecke das überlegt und sind vor 3 Jahren, haben wir einen großen Antrag gestellt an die Stiftung Mercator und die VW-Stiftung, dass wir einen direkt berufsqualifizierende, integrierte, generalistisch ausgerichtete Pflegeausbildung haben wollen an unserer Universität mit einem Bachelorabschluss über 4 Jahre, von der Universität aus komplett gesteuert. Und wir haben tolle Mediziner bei uns, das muss ich ehrlich sagen. Wir haben zusammengesessen und haben gesagt, 20% des Studiums können wir mit unseren Medizinstudenten gemeinsam studieren. Also dazu gehört nicht nur Ethik, dazu gehört Schmerzmanagement, Begleitung von Sterbenden, dazu gehört das problemorientierte Lernen, da gehören ganz viele Anteile dazu, Kommunikation und. Und das hätten wir auch so gerne getan. Wir standen richtig in den Startlöchern. Wir haben den Zuschlag nicht bekommen bei der Ausschreibung und ich habe da nachgehakt. Dann hat man uns mitgeteilt, in der Jury hätten auch viel Mediziner gesessen. Und das konnten die sich nicht vorstellen, dass Pflege und Medizin gemeinsam Seminare besuchen. Also wir werden es aber nicht hinkriegen, dass wir eine wirkliche Sozialisationsveränderung haben, wenn wir nicht Studierende haben, die erstmal frei von Arbeitsverhältnissen, mit dem Rücken frei nachdenken dürfen und auch mit anderen Fachdisziplinen ins Gespräch kommen. Die müssen lernen, an einer Hochschule sich mit anderen Berufsgruppen auseinanderzusetzen und deren Sprache kennenzulernen. Und ich glaube, erst wenn wir so weit sind, dann werden wir eine gleiche Augenhöhe erreichen und wir werden es auch erreichen, dass es hochattraktiv ist, in den Beruf zu gehen, weil der Beruf ist krisensicher. Und nicht jeder Beruf ist krisensicher. Und wenn Sie gucken, Mediziner wechseln meistens nicht mehr ihren Beruf, Architekten wechseln meistens nicht ihren Beruf. Also fast alle, die studiert haben, wechseln nicht ihren Beruf. Und das konnten die Kollegen in Großbritannien jetzt auch schon ganz klar belegen, dass diejenigen, die einen Studienabschluss haben in der Pflege, langfristiger in der Pflege bleiben als diejenigen, die das nicht haben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Indiz, weil wir wissen, jetzt im Augenblick ist es so, 3 Auszubildende in der Krankenpflege, davon bleibt eine zum Schluss hängen. Und das sind 3 also 3-mal die ökonomischen Aufwände für die Ausbildung. In der Medizin ist es auch schlecht, muss man sagen, da bleiben auch nicht so furchtbar viele hängen, die Ausbildung ist furchtbar teuer. Das hat aber ganz viel oft mit den noch sehr veralteten Curricula in der Medizin zu tun. Ja, ich möchte eine Frage mal nachschieben, bevor ich ans Publikum gebe, weil das doch ein Riesenfeld ist, was jetzt durch den Fokus auf die Krankenhäuser ein bisschen aus dem Blick ist. Also die ambulante Pflege. Diese ambulanten Pflegeeinrichtungen nehmen ja auch eine gewisse Größenordnung an und sind auch ein mittelständisches Unternehmen, um das mal diesen Begriff
da auch aufzugreifen, den Sie eingeführt haben. Das heißt, es geht ja auch um Managementaufgaben und nicht nur wegen Schicht und Terminierung und sonst was, sondern es geht ja auch um die Qualität der Pflege und die verschiedenen Gesundheitsbilder, die da zu pflegen sind. Und deswegen meine Frage, bezieht sich die Akademisierungsforderung auch auf die ambulante Pflege? Also auf jeden Fall. Für mich ist die ambulante Pflege auch ein sehr, sehr wichtiger Bereich, der unverzichtbar natürlich auch mindestens mit einigen akademischen Kollegen ausgestattet sein muss. Auch da gilt, dass man natürlich die Sachen einschätzen können muss, dass man zum Beispiel, was wir ja auch ganz genau wissen, wir werden nie so viele Pflegekräfte haben in Zukunft, dass das alles ausreicht. Wir brauchen zum Beispiel die tätige Laienpflege absolut dabei und wir brauchen aber dafür auch gute Anleitung. Wir brauchen pädagogische, geschickte Menschen, die in der Lage sind, so etwas zu vermitteln, das auch zu coachen, sage ich mal, und zu begleiten. Und das heißt für mich, dass es da nicht weniger notwendig ist, dass dort ganz viel Qualität hinkommt, die in der Lage ist, dieses ganze Feld auch so zu bestücken, dass das natürlich dann das gleiche Output hat wie auch in der Klinik. Weil da sind die Probleme keine anderen. Also die Patienten, die zum Beispiel richtig dauerhaft gepflegt werden müssen, die Dekubitus anfällig sind oder die andere irgendwelche großen Herausforderungen haben, die müssen genauso wissenschaftlich eingeschätzt werden. Da muss geguckt werden, muss ich mein Konzept ändern. Ja, und wer macht das? Das kann nicht die Laienpflegerin ändern, sondern das sollte jemand Professionelles sein. Und deswegen glaube ich, dass dieses Zusammenspiel auch unverzichtbar ist, dass das natürlich da genauso gelingt. Wir haben auch immer mehr hochkomplexe Anforderungen als Patienten, multimorbide Patienten in der Häuslichkeit. Also wir haben intensivpflichtige Patienten im Grunde, langzeitintensivpflichtige. Und da ist es natürlich notwendig, dass Kollegen sehr umfassend auf Menschen gucken können. Also teilhabeorientiert, das ist ja heute Morgen schon gekommen. Und das finde ich sehr wichtig, dass sie nicht nur denken, es geht nur um den Körper. Sondern es geht gerade bei Kindern, die zum Beispiel beatmungspflichtig sind, die müssen spielen können, die müssen sich entwickeln können, die brauchen Zugang zur Schule, die brauchen einen Zugang und Unterstützung in diesem Bereich. Und genauso eben auch erwachsene Menschen bestehen halt nicht nur aus ihrer Krankheit, Gott sei Dank nicht, sondern sie haben auch ihr Leben und dazu ist Pflege da. Also Pflege muss in hochkomplexen Situationen mit dem Betroffenen im Grunde eine Situation herstellen können, die für ihn das Leben lebenswert macht und auch deutlich werden lässt, dass das immer noch im Grunde vor der Krankheit kommt. Also vielfach. Da würde ich gerne auch noch mal was einfügen. Ich habe gerade gestern Abend einen Vortrag gehört von einer Medizinerin von uns, die beispielsweise mal vorgetragen hat, dass wir im Vergleich international bis zu 70% mehr Intensivbetten in Deutschland haben als in anderen Staaten. Und das führt dazu, dass wir zum Beispiel sehr lange Patienten beatmen, die wir jetzt in die häusliche Pflege geben und die dort weiter beatmet werden und teilweise überhaupt keine Lebensqualität haben. Gar keine. Da ist die Frage auch der Indikationsstellung. Wie kann ich mich auch in dieser Frage mit den behandelnden Medizinern auseinandersetzen? Das ist ein Thema, was so nicht bleiben kann, wie es jetzt ist. Und was natürlich auch horrend teuer ist, muss man dazu sagen, und wo sowohl die Angehörigen als auch die Patienten selber, wenn sie es denn überhaupt noch merken, wirklich keine Lebensqualität mehr haben. Das kann so nicht bleiben. Und ich glaube, dass wir eine ganz große, auch ethische Verantwortung haben in der Pflege, uns mit solchen Fragen zu befassen, dass wir auf Indikationsstellung mit einwirken, dass wir sagen, so, stopp, halt, jetzt müssen wir hier nochmal gemeinsam diskutieren und zwar mit allen Berufsgruppen, die da notwendig sind. Auch die Physiotherapie hat ein wichtiges Beispiel dazu zu sagen. Die Physiotherapie hat so viele Möglichkeiten in der allgemeinen Patientenversorgung, dass sie auch von unseren Medizinern immer noch komplett ausgeblendet wird. Dass fast so getan wird, als wenn sie keine eigenständige Größenordnung angeben können. Ich finde, alle diese Dinge, die müssen wir im Kontext der gesamten Gesundheitsversorgung miteinander beraten. Und das, finde ich, braucht einer sehr fundierten Qualifizierung. Ja, ich kann das direkt anschließen. Also wir hatten gerade eine Tagung am 12. November hier zur angehörigenfreundlichen Intensivstation. Und Joost Latour hat vorgestellt, in ganz Holland mit 18 Millionen Bürgern
haben die 107 Intensivstationen. Wir haben mit knapp 80 Millionen Bürger mehr als 4.500 Intensivstationen. Also nur um dahin zu gucken, was François Kettner sagte. Also das ist wirklich, da ist eine Schieflage im System. Da muss man sicherlich sehr genau hingucken. Und darum brauchen wir auch Kollegen, die neue Modelle erproben. Also eines, was wir jetzt unbedingt schaffen wollen, wir haben ein großes Forschungsprojekt, jetzt starten wir jetzt im Januar mit. Und zwar wollen wir Akutbetten in Alteneinrichtungen einrichten. Weil die Menschen mit Demenz, wenn die ins Krankenhaus kommen, selbst wenn es diese 24 Konzepte gibt, die kommen meistens, also in vielen Krankenhäusern, erstens haben wir das noch nicht und kommen dann trotzdem völlig verwirrt wieder zurück und meistens schlechter zurecht als vorher. Und das würde auch bedeuten, auch da brauchen wir natürlich Kollegen, die auf der einen Seite in der Lage sind, erstmal die Grundversorgung der Bewohner sicherzustellen, aber auf der anderen Seite müssen da Personen sein, die eine ganz hohe Wahrnehmungsfähigkeit und eben auch ein hohes wissenschaftlich abfundiertes Wissen haben, damit sie diese Menschen gezielt versorgen können und auch drauf gucken können. Und was wir uns auch jetzt vorgenommen haben, wir möchten auch in den alten Einrichtungen, wollen wir den Entlassungsstandard verpflichtend einführen. Der Entlassungsstandard ist bis auf die Altenheime verpflichtend, aber der ist in den Altenheimen nicht verpflichtend. Und das führt dazu, dass im Krankenhaus alte Damen und Herren sitzen, die weinen, weil die nicht ins Altenheim wollen, weil die denken, das ist die letzte Möglichkeit. Im Altenheim kommen die an, da müssen die Altenpfleger die auffangen und müssen sagen, ist gar nicht so schlimm hier, wird ganz schön. Ne? Und die Tochter oder der Sohn haben wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen. Ne? Und da gibt es ganz viele, die da dran hängen. Und in Dänemark zum Beispiel haben Pflegewissenschaftler mit Kollegen gemeinsam erarbeitet, dass 3 Monate lang die Wohnung eines Menschen, der einzieht in ein Altenheim, nicht aufgelöst werden darf. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Das hat was mit Finanzen zu tun, weil das sehr teuer ist, wenn man jemanden im Altenheim lässt. Und die Menschen wollen unbedingt wieder nach Hause. Und jetzt gibt's die erste Einrichtung, die im deutschsprachigen Raum das auch erprobt hat. Das ist in Luzern, das Haus St. Raphael. Das ist Frau Allemann, die ist auch Pflegewissenschaftlerin. Und bei der ersten Veröffentlichung hat sie geschrieben, sie schaffen 40% wieder zurück nach Hause. Und jetzt haben wir sie besucht im September. Sie schafft inzwischen 70% wieder nach Hause. Und das über mehrere Monate, kann jetzt über ein ganzes Jahr schon überblicken. Und sie sagt, das ist für die Menschen eine ganz, ganz große Hilfe. Natürlich braucht man dann einen hochqualifizierten Pflegedienst auch, der dann nahtlos anknüpfen kann, damit jemand gut zu Hause versorgt wird. Also ich denke, über die Akademisierung, ob die notwendig ist oder nicht notwendig, brauchen wir gar nicht mehr sprechen. Also das kann man auch nicht mehr zurückdrehen. Da können sich ganz viele noch irgendwo nackt vorkletten und anbinden. Also das wird nicht gehen. Die Physiotherapie wird sich so bewegen, die Logopädie wird sich so bewegen, die Ergotherapie wird sich so bewegen. Also ne, und wir werden sicherlich auch eine Ausdifferenzierung in den Berufen haben. Aber ich glaube nicht, dass es sinnhaft ist, ständig eigenständige neue Berufe zu entwickeln. Das ist ja heute Morgen auch schon mal gesagt worden. Frau Kummer hat ja noch mal darauf hingewiesen. Also das sind dann Sackgassenberufe häufig, hier, wo man nicht weiterkommt. Und in Staaten haben die komplett davon Abstand genommen. Die sagen, lieber große, breite Berufsgruppen und die weiter qualifizieren und ausdifferenzieren. Ja, ich werde jetzt die nächste 10 Minuten, Viertelstunde noch nutzen, damit Sie noch ein paar Fragen direkt stellen können. Ja, das ist natürlich wunderbar, auch nochmal unterstützt zu werden, quasi, dass diese Hochschulentwicklung im Moment so unheimlich wichtig ist. Aber was mich natürlich dann auch stutzig macht, Frau Bienstein, ist, dass Sie das Gutachten oder die Empfehlung des Wissenschaftsrates nochmal zitierten, mit 10-20% sollen akademisch ausgebildet werden und dann hochrechnen, wir brauchen für diese Anzahl von Studienplätzen dann und von Leuten, die da durchgehen, 40 Jahre. Ich glaube, solche Zeilen gab es im Feminismus auch mal, ne? So, da, wann die Gleichberechtigung da ist. Wenn man jetzt sagt, die kritische Masse ist hergestellt, wenn 30% von Angehörigen einer Gruppe sozusagen dann diesen neuen Status oder dieses neue Wissen oder wie auch immer mit reinbringt, können wir uns an dem Punkt ja nicht, noch nicht zurücklehnen und zufrieden sein, sondern dann geht es ja wirklich im Moment um eine ganz dramatische Umstellung. Wie schaffen wir es gemeinsam, die Verantwortlichen für Hochschulbildung zu sensibilisieren? Wer ist zuständig? Weil diese 40 Jahre haben wir nicht mehr.
Also der Wissenschaftsrat hat ja darauf hingewiesen, wenn wir das schaffen wollen und das zügiger schaffen wollen, als wie gesagt in diesen 40 Jahren, da haben die sich auch schön drauf bezogen, dann brauchen wir mindestens 5000 Ausbildung, also Studienplätze mehr. Die müssen jetzt zusätzlich zu den 82, die schon da sind, noch eingerichtet werden. Das bedarf, und das ist das, was Frank Sarr-Kettner sagt, ich sage mal Frank Sarr-Kettner, sie hat ja doch, was Frank Sarr-Kettner sagt, die Hochschulen müssen in die Socken kommen. Die müssen jetzt solche Studiengänge auf den Weg bringen. Es wird nie zu viel sein, da werden sie vorläufig keine Sorge haben. Das Erste, wo wir jetzt merken, da kann es sein, dass etwas zu viel da ist, das sagen die Niederländer. Die Niederländer sagen, sie haben ja seit 30, 40 Jahren die Tradition der hochschulischen Ausbildung und sie haben jetzt ein bisschen zu viel Masterabsolventen. Und die haben teilweise Schwierigkeiten, wirklich einen angemessenen Job zu finden. Also eigentlich sollten die Abteilungen leiten, sind häufig ANPs, also die auch die Aufnahme von Patienten machen, die erste Untersuchung einleiten, den ganzen Prozess generieren für den Patienten. Und da kann es sein, dass da etwas zu viel vielleicht ist. Aber was wir überhaupt nicht haben, darum können wir gar nicht echt sagen, wie viel wir brauchen, weil wir keine Datenlage haben. Ne, wir haben ja, wenn jetzt zum Beispiel, jetzt wird der neue nationale Expertenstandard ausgeschrieben. Mobilität ist jetzt, ne, wird jetzt als nächstes gemacht. Wie macht man den denn? Wie kommt man zu dem Ergebnis, dass das Thema gewählt wird? Also das ist alles noch über den Daumen. Ne? Als wir damals überlegt haben, Dekubitus ist der erste, dann haben wir uns alle zusammengesetzt und haben gesagt, wahrscheinlich haben wir da am meisten Studien zu. Also nehmen wir dieses Thema. Und nachher ging das genauso mit den anderen Themen. Wir hatten keine Daten. Jetzt für Mangelernährung, wo Sabine Bartolomacic verantwortlich war, die hat erst im Nachgang im Grunde die nationale Erhebung gemacht. Ne, mit den Niederländern zusammen, sodass wir dann wussten, ja, sind 27% betroffen. Ne, ist also wohl wirklich ein großes Problem. Und wir haben jetzt genauso, wie wir das Gutachten schreiben mussten, wir durften uns zwischen vier Themen, konnten wir uns bewegen und sollten sagen, welches Thema soll wirklich ausgeschrieben werden. Ja, da hatten wir keine Datenlage dazu. Wir konnten nur davon ausgehen, Mobilität scheint überall wichtig zu sein. Ne, in jedem Bereich, im Altenheim, in der Häuslichkeit, ne, in der Psychiatrie, genauso wenn einer depressiv ist und dann sitzen bleibt und so weiter. Also, wie gesagt, da wird noch viel auf uns zukommen. Ja, Wolfgang Oster aus Mainz. Ich bin so ein bisschen unterwegs in der Frage der Akademisierung in den Therapieberufen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, deswegen frage ich nach. Gehen Sie in der Pflege davon aus, oder ist das nur eine Übergangsphase, dass im Prinzip anzustreben ist, 10, 20, 30% akademisierte Berufsangehörige, der Rest weiterhin berufsfachschulisch oder den Weg, den die Pflege im Moment halt geht. Das ist die eine Frage. Und die zweite ist, wie hat die Pflege die Diskussion, denn die wird in den Therapieberufen immer so schön umgangen und schamig ausgeklammert, so die Frage der Vergütung der akademisierten Berufsangehörigen. Denn da steckt ja eine Chance wie auch ein Risiko drin. Also eine Chance auch nicht nur um Niveau zu steigen, im Sozialstatus, im Berufsbild, sondern auch bessere Verdienstchancen zu schaffen. Es ist aber auch das Risiko drin, dass irgendwie der Weg dahin geht, dass die Akademisierten faktisch das bekommen, was jetzt Nicht-Akademisierte bekommen und die anderen zu so einer Art Billiglohngruppe degradiert werden. Ja, also es ist vorstellbar, dass man natürlich bei bestimmten Studiengängen bestimmte Anteile gemeinsam lehrt. Das, was Frau Bienstein vorhin am Beispiel der Medizin und der Pflege dargestellt hat, das kann man auch für andere Berufsgruppen sich super im Gesundheitswesen vorstellen. Ich sage mal, Hygiene ist eigentlich ein Thema für alle, müssen alle können, wissen, müssen alle gut informiert sein und so weiter. Oder das Thema Ethik ist so ein Thema, das gehört alle gemeinsam und das ist kein Unterschied zwischen den Berufsgruppen. Also man kann sich vorstellen, in der Langfristbetrachtung, dass es einen bestimmten Sockel gibt, den man gemeinsam hat und dass es aber dann auch Spezialisierungen gibt für die einzelnen Bereiche. Wenn Sie jetzt an die Finanzierung kommen, dann kann ich nur sagen, ja, das sehe ich ganz genauso, es muss ordentlich finanziert werden. Und es ist auch möglich, weil, Frau Bienstein hat es ausgeführt, wir haben die höchste Arztdichte der Welt, die haben wir, das leisten wir uns, die brauchen wir aber so nicht. Wir können da etwas verschieben. Im Gesundheitswesen. Dafür müssen wir natürlich unseren Lobbyismus verändern. Und wir brauchen natürlich auch in unseren ganzen Reihen
die Wachheit, dass unsere Leute aufhören zu denken, wir brauchen keine Kammer, wir brauchen dieses nicht und wir brauchen jenes nicht und wir brauchen überhaupt gar keinen Änderungsmodus, außer ein paar mehr Stellen. Das bringt's nicht. Also wir brauchen ein ganz anderes Bewusstsein in der Berufsgruppe und wir brauchen eine ganz deutliche Forderung darüber, dass wir Zahlen, Daten und Fakten erhalten. Das geht nur über eine Verkammerung. Im Moment gibt es keine Alternative dazu. Und deswegen glaube ich, dass wir einfach da jetzt wirklich alle auf die Tube drücken müssen. Und dann geht auch eine Vergütung. Wenn ich jetzt gucke an der Charité, wenn ich den gesamten Personalkuchen gucke, der da ist, habe ich ganz viel Fantasie. Ja, ich möchte trotzdem mal eine Frage noch nachschieben, die mit dem Wort Akademisierung häufig verbunden wird. Das ist Praxisferne. Das heißt also, wenn man solche schönen akademischen Ausbildungsgänge anschiebt, also Bachelorstudium, dann stellt sich, oder auch im ambulanten Bereich, um das mal jetzt mit reinzunehmen, stellt sich ja die Frage, wie wird das gewährleistet? Also dass mehr oder weniger, von mir aus auch in den gemeinsamen Modulen, Ärzte und Pflegende zusammen, also dieser Bezug zum eigentlichen Beruf während dem Studium dann wirklich ja, gewährleistet ist. Also erstmal muss man sagen, wenn wir grundständig an den Hochschulen ausbilden, dann kommen die jungen Leute nicht dahin, um zu sagen, ich will nachher die Charité leiten, sondern die kommen, weil sie sich mit Menschen auseinandersetzen wollen und die wollen in direkten Kontakt. Das Zweite ist, es gibt zig akademische Qualifikationen, zum Beispiel Psychologen, die haben zufällig auch mit Menschen zu tun. Die sitzen nicht nur am Schreibtisch, auch Psychotherapeuten nicht. Und ich weiß noch eine ganz große Gruppe, das sind Ärzte, die haben glatt mit dem OP zu tun und müssen jemanden aufschneiden und was weiß ich und gastroskopieren und so weiter. Und auch Sozialarbeiter haben studiert, die haben mit Menschen zu tun, auch Sozialpädagogen. Und auch Pädagogen, Lehrer haben zufällig mit Menschen zu tun. Also die hat das trifft überhaupt nicht zu, was behauptet wurde. Das war zu Beginn der Akademisierung der Pflege. War es so, dass reihenweise Studiengänge entwickelt wurden, die sich auf Management und Lehre bezogen haben. Aber das ist jetzt dringend nachholbedürftig. Wir müssen die Kollegen jetzt wirklich in diese Studiengänge und denen auch die Möglichkeit geben, in diese Studiengänge zu kommen, die sie direkt für die Pflege von Patienten qualifizieren. Und wir haben ja so einen verkürzten Studiengang, Bachelorstudiengang, wo die nur 4 Semester berufsintegrierend studieren. Und das merkst du jetzt schon. Die fangen an, ganz anders zu denken. Die leiten große Intensivstationen oder eine onkologische Station und sind jetzt, die sagen plötzlich, nee, also ich nehme das nicht mehr alles so hin, was jetzt mir gesagt wird und ich will das für meine Patienten anders haben und da gibt es Modelle, meinetwegen aus Kanada oder und ich glaube, das trifft so nicht zu. Da brauchen wir keine Sorge haben. Ja, gibt es noch Fragen? Christiane Luipold, Bundesagentur für Arbeit. Mich würde noch mal interessieren, Frau Professor Bienstein, Sie haben angesprochen, dass man auch ohne Abitur bei Ihnen studieren kann. Und welche Berufe sind angedacht? Ist das egal, aus welchen medizinischen Berufen ich komme? Also kann ich auch beim Arzt gelernt haben oder muss es die Pflege sein? Wie ist das im Moment geregelt? Also in Nordrhein-Westfalen kann jeder, der eine 3-jährige berufliche Ausbildung hat und mehrere Jahre Berufserfahrung, man geht im Durchschnitt von 2 Jahren Berufserfahrung danach aus, kann der zugelassen werden zu einer Hochschule, zu einem Studiengang. Ja, das ist überall möglich. Man muss nur für diesen Bereich Ingenieurwissenschaft zum Beispiel, müsste dann eben ein Aufnahmeverfahren geregelt sein. Manche Hochschulen weigern sich das zu tun, weil sie sagen, wir haben sowieso schon genügend Bewerber. Das kriegen wir nicht noch gestemmt, wenn wir jetzt auch noch Berufsangehörige aufnehmen. Aber das ist möglich. Jetzt im Pflegestudiengang ist es so, dass wir natürlich im Augenblick, weil wir noch keinen Grundständigen haben, wir haben, wie gesagt, dieses 4-semestrige Bachelorprogramm, nehmen wir Personen mit Pflegeausbildung auf und die auch eine mehrjährige Berufserfahrung haben. Dazu gehören aber auch die Heilerziehungspfleger. Ne? Hebammen haben wir auch mit drin, aber wir haben keine medizintechnischen Assistenten und auch die Arzthelferin, die Personen kommen nicht zu und die wären auch nicht gut aufgehoben, weil sie haben andere Aufgaben gehabt, einen anderen beruflichen Hintergrund und wir heben natürlich sehr stark auf die pflegerische Versorgung der Bevölkerung einfach gezielt ab. Hm. Kann mich
nur nachfragen, Stichwort Fachabitur. Das heißt, Fachabitur ist nicht Voraussetzung für die Schule. Nein, nein. Und das, was ich faszinierend finde, wir haben ja in den ersten Stunden, wir haben ja immer evaluiert, wie entwickeln sich unsere Studenten. Und wir haben welche gehabt, die hatten Abitur und haben eine Pflegeausbildung gemacht und hatten sogar ein gutes Abitur, haben Pflegeausbildung gemacht, haben mehr Jahre im Beruf gearbeitet. Und wir haben welche gehabt, die haben einen Hauptschulabschluss gehabt. Und die haben dann Pflegevorschule, gab es ja damals in dieser Form, und sind dann in die Pflegeausbildung gegangen. Du merkst keinen Unterschied. Du konntest nachher im Abschlussexamen, also wenn die ihren Bachelor gemacht haben, Master, konntest du nicht mehr erkennen, ob einer mal jemals vorher das Abitur gemacht hat oder nicht. Aber diese Regelung, die gilt die für alle 16 Bundesländer? Nein, nicht für alle. Ich glaube, nicht jedes Bundesland hat das, aber ich glaube, für sehr viele. Also ich kann es jetzt nicht aus dem Ärmel schütteln. Es wäre auf jeden Fall politisch wichtig, dass das, wie soll ich sagen, bundesweit im Föderalismus den Weg findet, um es mal so auszudrücken. Da gibt es weitere Fragen. Sonst gehen wir über zu dem nächsten Block. Ich sag vielen Dank Ihnen beiden, dass Sie Zeit gefunden haben, erst recht für Sie so schwer unter dem aktuellen Druck stehen. Ja. Vielen Dank.